Herzlich willkommen zur 34. Ausgabe der Blitznews des Remscheider Fernsehen TeleDMW. Im Studio befindet sich Michael Westkamp und der hat die Sensationsmeldungen bis einschließlich dem 10. Februar 2015 für Sie. Wir beginnen mit einer Fahndungsmeldung. Ganz heiß wird nach jemandem gefahndet, der eine Sparkasse in Wuppertal überfallen hat. Da haben wir auch Bilder. Schauen Sie sich die gut an, die sind von der Polizei Wuppertal. Am Montag, dem 9. Februar 2015, kam es in Wuppertal gegen 9.30 Uhr zu einem Überfall auf eine Sparkasse an der Märkischen Straße. Die Polizei fahndet nun mit Hilfe dreier Bilder der Überwachungskamera nach dem ca. 45 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen, korpulenten Mann. Der Räuber trug zur Tatzeit eine olivfarbene, hüftlange Winterjacke, eine blaue Jeans, schwarze Sportschuhe, eine Brille mit schwarzen Gestell und dicken Gläsern sowie eine Wintermütze mit Ohrenklappen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise zu seiner Identität oder seines Aufenthaltsortes geben? Es wird vermutet, und deshalb kommt das hier in Remscheid in die Sendung, dass er sich im Raum Remscheid aufhält und dort wohnt. Wer kennt ihn? Wer was weiß? Macht die Polizei heiß! Oder geht auf den Karneval, wie ihr wollt. TeleDMW.